Agritec Fischer, der Hersteller hinter den Marken Match, Helix und Brax, hat letzte Woche die Version 5.5 vom DSP-PC-Tool rausgebracht und ich zeige euch die Neuerungen, ob es sich lohnt abzudragen oder warum nicht. Seit 2004 mache ich leidenschaftlich in meiner Freizeit K-Hi-Fi und habe dabei schon einiges an Software gesehen. Das heißt von den ersten Betas, von den DSPs, die es überhaupt gab, bis heute, wo ich mir halt natürlich die Software von Audison, Mosconi, aber auch Helix und sonstigen Sachen halt einfach angucke, um zu schauen, okay, was machen die besser, was machen die besser, gibt es irgendwelche Funktionalitäten, die halt irgendwie cool funktionieren oder nicht. Und da ist es zum Glück so, dass ATF regelmäßig Updates raushaut und auch immer eine Changelog mit dazu gibt. Das heißt, die schreiben auf, was sie geändert haben. Das heißt, man muss es nicht suchen, sondern es steht da. Und das ist ganz praktisch, weil das heißt, ich habe ein fertiges Skript, wo ich einfach durchgehen kann und mit dem ich halt arbeiten kann. Wichtig zu beachten ist, das Video, was ich jetzt hier mache, ist für die Version 5. Die Version 5 könnt ihr mit diesen DSPs und DSP-Endstufen benutzen. Und die Version 5 funktioniert leider nicht mit diesen Versionen, weil da braucht ihr Version 4 für. Also, wenn ihr jetzt einen passenden DSP habt, eingebaut, noch nicht eingebaut, geplant habt oder sonst irgendwas, dann gucken wir uns jetzt einfach an, was gibt es Interessantes Neues. Ich würde ganz, ganz kurz auf den Brax DSP eingehen. Den Brax DSP haben nicht so viele Leute. Die einzigen, den ich kenne, ist Carsten. Hi Carsten. Und da gibt es halt zwei neue Möglichkeiten. Und zwar gibt es einmal das Analog-Output-Modul mit ESS. Das ist so Ultra-High-End-Gedöns. Das wird jetzt unterstützt in der Version. Und es gibt einen zweiten Modi in der DSP-Tool-Software, wo man sagen kann, okay, anstatt 192 kHz Abtastrate arbeitet der DSP jetzt nur noch mit 96 kHz Abtastrate, hat aber dafür das VCP, das Virtual Channel Processing Feature, was viele andere DSPs standardmäßig dabei haben, aber einfach der Brax DSP aufgrund der 192 kHz Abtastrate halt einfach in seinen drei Cores nicht geschafft hat. Also man kann halt die Abtastrate reduzieren, hat dafür VCP. Die ganzen anderen Features funktionieren halt einfach quasi mit allen DSPs, die wir haben, weil es mehr PC-Features sind als jetzt Kompatibilität mit Geräten. Eine Sache, ich benutze jetzt hier einfach mal als Demo-Gerät den Ultra S. Ultra S ist der Nachfolger vom Ultra und auch eine Änderung, die es jetzt gibt, ist, dass der Ultra S jetzt die Presets vom Ultra laden kann. Das ist nicht normal, das heißt damals, als ich das Upgrade gemacht habe von meiner M6 DSP auf die P6 DSP, war es nicht möglich, halt einfach das Preset zu übertragen, weil da halt einfach die einzelnen Sachen viel zu verschieden sind. Hier, wenn man den Ultra S hat, kann man sich im Ultra S halt einfach eine Preset-Datei runterladen, die abspeichern und die im Ultra S dann halt wieder hochladen. Das funktioniert jetzt mit der Version. Die anderen Änderungen, dafür springen wir einmal kurz auf den Rechner. Ich habe hier schon mal die Software in der Version 5.5 aufgebaut und ja, so ein kleines Demo-Preset geladen. Was wir direkt sehen ist, wir haben hier ein bisschen Farbe drin. Früher gab es hier einen Strich, jetzt gibt es hier tatsächlich sowas wie Flächen und wir sehen da, wo die Flächen sich auch noch überschneiden, haben wir halt hellere Flächen. Das sieht man so deutlich schöner, wo man sich gerade befindet und wo nicht. Das nächste Feature seht ihr auch schon direkt, es gibt ein Mouse-Over und in diesem Mouse-Over sehen wir die einzelnen Pegel von den einzelnen Lautsprechern, die wir hier haben. Das heißt, auch das funktioniert jetzt neuerdings sehr, sehr cool. Und das funktioniert nicht nur mit den Pegeln und den entsprechenden einzelnen Kanälen, sondern das funktioniert von der Theorie her auch mit den Phasen. Das heißt, wir können hier uns die Phasen einblenden und haben dann halt auch direkt die Anzeige der Phasen hier. Mal die Phasen hier wieder weg, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber das haben wir alles im Tooltip. Tooltip ist soweit so cool, aber wir müssen dann halt immer mit der Maus hin und gucken, wie sieht es aus oder wie sieht es nicht aus. Und genau dafür gibt es jetzt den neuen Marker-Modus. Wir haben hier so ein M mit so einem Fadenkreuz, da können wir den Marker-Mode enablen. Und erstmal ändert sich nichts, außer dass wir jetzt hier mit der linken Maustaste uns Marker setzen können. Das heißt, ich setze mir mal irgendwie drei Marker hier rein und die bleiben da halt immer stehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Flanke was ändere, dann sieht man, dass sich die Werte hier halt anpassen. Wenn ich jetzt hier einen EQ-Band reintue, dann sieht man, dass sich diese Werte hier direkt mit bewegen. Wenn wir sagen, okay, eins von diesen Markern, der interessiert uns nicht, dann können wir einfach in der Nähe von dem Strich, also nicht hier auf dieses Tag, sondern in der Nähe von dem Strich, einfach mit der rechten Maustaste drauf drücken, dann ist das Teil weg. Das heißt, wenn wir irgendwie hier zu viele Sachen haben, können wir die halt einfach mit der rechten Maustaste hier weglegen.
wenn wir sagen, okay, wir wollen die Marker jetzt nicht sehen, können wir die hier einfach mit der linken Maustaste auch wieder deaktivieren. Wir können sie mit der linken Maustaste auch wieder aktivieren. Und wenn wir sagen, okay, wir haben einfach viel zu viele Marker und die interessieren uns alle nicht, dann kann man auch mit der rechten Maustaste hier drauf einfach alle Marker löschen und wieder seinen ersten Marker neu setzen oder halt ausmachen. Das Coole an den Markern ist, die funktionieren einfach überall, wo wir ein Diagramm haben. Das heißt, sei es jetzt in den Ausgängen, sei es im Eingang, im Eingangs-EQ, in RTA, überall, wo wir irgendwie was mit Frequenzen sehen und so ein Diagramm sehen, können wir Marker-Mode aktivieren und unsere Marker setzen. Und das bringt uns natürlich total viel, weil wir können dadurch halt genau gucken, okay, wie groß ist denn jetzt die Differenz? Was hat sich geändert? Habe ich jetzt in eine Auslöschung reingeboostet oder sonst irgendwas? Eigentlich total cooles Feature. Ich würde auf der Seite bleiben, weil auf der Seite gibt es auch noch andere Bugfixes, Änderungen, die passiert sind. Und eins davon habe ich sogar in das System reingekippt, beziehungsweise glaube ich, dass ich dran schuld war. Ich habe zumindest im Herbst mal mit einem Kollegen drüber gesprochen und ihm gesagt, guck mal, dieses Feature, das wäre doch total cool, wollt ihr das nicht einbauen? Und genau das ist jetzt drin, das zeige ich dir jetzt. Ich habe jetzt hier mein Band bei 6,3 Kilohertz und ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, klingt es jetzt besser so oder klingt es jetzt besser ohne? Und der klassische Weg ist halt, okay, ich drehe das Ding hier wieder auf 0 und ja, jetzt habe ich die 0 nicht ganz getroffen. Okay, jetzt hört sich es auch gut an. Nee, warte, ich versuche es nochmal auf minus 12 dB. Nee, so ist besser. Nee, vielleicht, ja, man hat halt nicht so dieses binäre digitale An-Aus. Und genau das, ich mache mal hier wieder den Filter rein, gibt es jetzt halt im parametrischen EQ. Und zwar gibt es jetzt hier einen Bypass-Knopf. Wenn wir den Bypass-Knopf drücken, ist dieser Band hier einfach, dieses EQ-Band einfach deaktiviert. Wir sehen, die 6,3K ist jetzt einfach durchgestrichen. Und wir können den quasi aktivieren und deaktivieren. Dadurch ist halt ein Gegenhören total einfach, weil deaktiviert, okay, hört sich so an, aktiviert, okay, hört sich so an. Und man kann sehr schnell sagen, ist jetzt gut oder ist jetzt schlecht, also ist besser oder schlechter. Nächste Sache, die hier an der Stelle korrigiert wurde, sehe ich als Bugfix tatsächlich zwei Stück noch. Wenn wir unseren Lautsprecher lauter und leiser machen wollen, hatten wir vorher nicht die Möglichkeit, in dieses Feld hier etwas einzutragen, sondern wir mussten halt immer hier den Regler nutzen. Entweder mit der Maus oder halt mit der Tastatur kann man den hier auch bedienen, ja. Aber man konnte nicht sagen 3,5 dB. Das funktionierte halt nicht, das funktioniert jetzt. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Bugfix. Das andere, was nie funktionierte, ist ein Hoch- oder Tiefpassfilter zu verändern, während der gebypassed war. Das heißt, wir bypassen jetzt mal hier unseren Hochtöner, was ihr nie machen solltet, sonst ist der kaputt. Aber wenn wir jetzt hier halt Sachen ändern, dann ändert sich das hier auf einmal in Rot und wir haben hier quasi Änderungen, die vorher halt einfach nicht gingen. Wir haben vorher nicht die Möglichkeit gehabt, hier Änderungen zu machen, während hier der Bypass aktiviert war. Jetzt ist es halt so, das heißt, wir schalten den Bypass wieder aus und er fragt uns, okay, wollen wir jetzt die neuen Einstellungen übernehmen oder die alten wiederherstellen? Ich übernehme die neuen und jetzt habe ich hier quasi die neuen Einstellungen. Optisch gibt es noch eine Änderung, auf die ich kurz eingehen will. Und zwar ist es so, dass wir hier auf der Seite sehen wir jetzt eine Hinterlegung. Diese Hinterlegung gab es vorher nicht. Das heißt, vorher war das irgendwie unklar, in welchem Kanal bin ich jetzt hier wirklich drin. Man musste hier immer so nach oben gucken und dann halt die Kanäle durchwechseln. Jetzt sieht man hier halt so eine leichte Unterlegung und dadurch wird auch irgendwie viel klarer, dass man sogar hier drauf drücken kann. Das heißt, man kann halt jetzt hier auf den Hochtöner drücken, auf den hier drauf drücken. Das heißt, wir haben halt hier auch die Möglichkeit, durch die Kanäle zu springen und dann halt entsprechend die Sachen anzuzeigen. Wenn wir schon jetzt hier in dieser Grafik sind, will ich euch noch eine Sache zeigen, die hier jetzt neu ist. Ich habe hier mal zwei Kanäle vorbereitet. Das sind diese beiden Kanäle. Die sind hier einfach mit einem 12 dB Filter getrennt. Und die Annahme, die wir jetzt haben, und das war auch bis zur Version 5.4 so, das heißt, die Summe von beiden ist eigentlich eine Gerade, die hier oben drüber geht. So, wenn wir jetzt aber halt hier die Summe, aber hier steht nicht mehr Summe, sondern hier steht Summe mit Phase, aktivieren, dann sehen wir, dass die Gerade ziemlich ungerade ist, weil wir haben hier eine komplette Auslöschung. Hier ist halt minus 40 dB an der Stelle, wo sich eigentlich beide Kurven treffen. Und woher kommt das? Ja, wenn ihr so ein bisschen jetzt schon in dieser Materie drin seid, wisst ihr genau, wenn wir zwei 12 dB Flanken aufeinander haben, dann haben wir hier eine Phasendrehung. Das heißt, die Phase beider Lautsprecher dreht sich um 180 Grad und wir haben hier eine komplette Auslöschung. Das heißt, hier kommt die Lautsprecher spielen in der Übernahmefrequenz gegeneinander und es kommt quasi nichts mehr an. Das können wir natürlich ändern, indem wir halt einen von beiden Lautsprechern hier einmal invertieren. Dann haben wir genau diese Gerade, die wir hier halt vorher nicht hatten.
Aber so sah es halt vorher aus. Das heißt, es war vorher war es egal, ob jetzt hier irgendwas invertiert war oder nicht invertiert war. Bei der Version 5.4 war es halt immer eine Gerade. Und hier haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, so ein bisschen zu verstehen, okay, was passiert hier überhaupt? Und einmal ein bisschen sinnvoller mit den Sachen hier umzugehen. Das war es mit den Änderungen, die wir in den Ausgangsseiten hatten. Wenn wir weiter durch die Changelog gehen, sehen wir, dass wir zum Beispiel noch im Advanced Input Analyzer die Möglichkeit haben, eine Warnung zu bekommen, wenn unser Pegel zu niedrig ist. Der ganze Bereich rund um Input Analyzer ist natürlich relativ groß. Da geht es darum, okay, wie kriege ich denn jetzt hier meine Quelle da sinnvoll rein und kriege die im Eingang-Eck vielleicht. Wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen wollt, okay, was kann das denn überhaupt, weil die meisten gehen halt einfach rein und beachten das gar nicht, so ein Equalizer, bloß ihre Lautsprecher, dann lasst mir gerne ein Abo da und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich halt ein neues Video mache, wo es halt gegebenenfalls auch um diese Input-Analyzer-Sachen geht. Der nächste Bereich, der viele Updates bekommen hat, ist RTA. RTA steht für Real-Time Analyzer, ist ganz rechts in der Ecke und den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe bereits eine Messung gestartet, das heißt, eine Messung nicht nur bestartet, sondern auch beendet. Das heißt, ich habe 10 Sekunden lang hier eine Messung gemacht und das ist jetzt ein System, über den Frequenzgramm brauchen wir uns jetzt mal nicht streiten, das ist nichts Gutes. Aber wir sehen, diese Ansicht sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das heißt, hier rechts dieser Bereich, der ist jetzt komplett neu und da gehen wir ein bisschen drauf ein, was sich jetzt hier einfach geändert hat. Was heißt das? Also wir haben hier als erstes haben wir tatsächlich eine Möglichkeit, unsere Referenzkurve, weil unsere Referenzkurve liegt jetzt gerade hier, und hier ist halt quasi unsere Messung, das matcht nicht so richtig. Und normalerweise kann man jetzt die Referenzkurve oder beziehungsweise unsere Messung mit einem Offset versehen, um halt die auf die Referenzkurve zu setzen. Ja, das geht auch per Hand, das geht aber natürlich viel schneller über einen Knopfdruck, weil hier habe ich jetzt quasi mit einem Knopfdruck, habe ich jetzt das so eingestellt, dass wir kaum was boosten müssen. Also das ist halt hier diese Einstellung, das ist halt das, was das Ding will, dass wir nicht wirklich ins Boosten kommen, sondern eigentlich nur ins Verringern kommen. Deswegen haben unsere EQs ja auch nach oben nicht so viel Spielraum wie nach unten. Und hier ist jetzt quasi der komplette Bereich mit einem Klick hier drauf, wird unsere Kurve so hingesetzt, dass wir hier jetzt ordentlich drauf arbeiten können. Das nächste ist die zusätzliche Referenz-Offset und der ist einfach dafür da, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt hintere Lautsprecher, die sollen halt auch mitspielen, die sollen auch EQ'd werden, dann können wir hier einfach unsere Referenzkurve um 6 dB reduzieren und dann sind wir quasi tiefer und dann können wir es halt wieder nach oben schieben. Der nächste Bereich finde ich sehr spannend, weil das ist halt, okay, wenn wir jetzt gerade wirklich dabei sind, die einzelnen Lautsprecher einzustellen und so und wir sind jetzt, ich gehe jetzt mal hier auf unseren Hochtöner, dann haben wir hier die Möglichkeit, über dieses Teil relativ halt zu dem, was wir schon haben, also aktuell sind wir hier schon bei 3,5 dB, können wir jetzt hier mit diesem Regler unser Volumen, also quasi unser Ausgangspegel quasi hier ändern, ohne auf die Output-Seite zu gehen. Das ist hier sehr, sehr praktisch. Neu bzw. deutlich erweitert wurde der Bereich Referenzkurven. Normalerweise gab es bei RTF immer die normale Referenzkurve, es gab eine Flat-Kurve und es gab eine Custom, die man selber machen konnte. Das wurde jetzt alles ein bisschen aufgepimpt, das heißt neben der normalen Daily-Kurve, die jetzt als Daily genannt wird, gibt es jetzt auch die SQ-Kurve. Wenn wir uns das mal angucken, ich habe hier jetzt die Daily-Kurve. Die SQ-Kurve hat deutlich weniger Absinken hier im Hochton. Insgesamt im unteren Mittelton und Grundton ist es auch ein bisschen flacher, im Tiefbassbereich bleibt es, wie es ist. Dadurch ist diese Abstimmung, wenn ihr halt wirklich auf eine SQ-Abstimmung geht, ist es eher das, was irgendwie im Wettbewerb gefordert wird, weil die Daily-Einstellung halt einfach ein bisschen zu boomig ist. Aber neben dem hier, dass wir jetzt hier verschiedene Einstellungen haben können, können wir auch eigene und auch mehrere eigene Referenzkurven halt ablegen, die halt auch separat benennen und haben hier halt die Möglichkeit, dann einfach mit vielen verschiedenen Referenzkurven zu arbeiten, was ganz praktisch ist, weil es gibt halt unendlich viele Referenzkurven. Viele machen ihre Referenzkurve selbst. Es gibt die Kaun-Hifi-Referenzkurve und sonstige Sachen, die es halt gibt. Dementsprechend, die Audiotech Fischer-Referenzkurven sind gut. Damit kann man mitarbeiten. Wichtig ist, dass ihr es einstellt und ihr glücklich damit seid. Wenn ihr damit zufrieden seid, dann ist es die richtige Kurve für euch. Wenn ihr nicht damit zufrieden seid, dann habt ihr irgendwas falsch eingestellt oder es ist nicht die richtige Kurve für euch. Okay, im zweiten Bereich, den wir hier haben, ist der Channel Select. Der Channel Select, den kennen wir natürlich auch aus dem Output. Das heißt, da sieht es ähnlich aus, außer dass wir diese Kästchen nicht haben. Die Kästchen, die wir hier haben, damit können wir Channels verlinken. Können wir natürlich auch hier oben. Das heißt, hier oben ist das genau das gleiche. Könnten wir auch da verlinken. Wir verlinken es aber hier. Geht auch.
Das, was wir hier auch machen können, und das ist natürlich im RTA-Bereich sehr, sehr interessant und wichtig, ist halt die Channels zu muten. Es gibt Leute, die schwören an der Stelle natürlich auf Tastenkürzel, aber wir gehen jetzt erstmal auf die normalen Sachen hier ein. Das heißt, wir können hier mit einem normalen Linksklick können wir jetzt anfangen, hier Channel zu muten. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt den linken Tieftöner rechts messen, dann müssten wir halt alle anderen Kanäle muten, die wir jetzt halt nicht haben wollen. Und das ist natürlich alles ein bisschen doof. Deswegen gibt es seit der, ich glaube, 5.4, gibt es den sogenannten Solo-Modus. Wenn ihr auf einen Lautsprecher mit der rechten Maustaste draufklickt, dann wird dieser Lautsprecher hier grün und alle anderen Lautsprecher sind gemutet. Nochmal mit der rechten Maustaste draufklicken und wir sind wieder im Modus, wie wir gerade waren. Das ist der sogenannte Solo-Modus, das heißt, wenn wir links draufklicken, muten wir einen Channel, wenn wir rechts draufklicken, dann muten wir alle anderen Channel. Eigentlich eine total coole Funktion, die wirklich viele Leute nicht kennen, aber die richtig cool ist. Wenn wir hier in den Tabs weitergehen, dann sehen wir hier einmal die Anpassung, das heißt den Offset zu der Messkurve, den Offset zu der Referenzkurve. Die beiden Sachen, ja, die kennen wir schon, weil die waren eigentlich immer rechts neben dem RTA. Die sind normal, da ist nichts Neues. Und in den Einstellungen haben wir tatsächlich, ich sag mal, die meistbenutzten Einstellungen. Sowas wie, was für eine Skala haben wir, wie lange soll er messen, welche Auflösung soll er haben, was für einen Tuning-Mode haben wir, wie genau soll der Tuning-Mode sein. All den ganzen Spaß, der wird hier quasi konfiguriert. Wenn wir weiter reingehen wollen, sowas wie eine Custom-Reference-Curve machen wollen oder so, das gibt es weiterhin in den Extended. Das heißt, hier ist eigentlich das, was wir auch kennen. Das heißt, eine Kalibrierdatei können wir hier ablegen und noch weitere Referenzkurven speichern. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, natürlich kann man hier auch in diesem Modus jetzt unseren Marker-Modus nutzen. Das heißt, wir können hier jetzt auch Marker setzen und dann entsprechend weiter gucken, okay, was sind die Veränderungen und so. Generell ist der komplette RTA, das heißt der Real-Time-Analyzer in der ATF-Software, der kriegt immer mehr Power, der hat immer mehr Features, der wird immer vollständiger. Und ich kenne auch einige Leute, die schwören, damit zu arbeiten. Das heißt, die machen gar nicht diesen ganzen REW Mumpitz, sondern die machen das alles in der ATF-Software. Und das geht auch, weil wir können jetzt auch unsere eigenen Referenzkurven setzen, reinladen. Wir können da tatsächlich halt unsere Channel, das heißt unsere Hauskurve mit unseren Abfällen, Channel Target Mode, der ganze Spaß, der funktioniert, das macht jetzt auch langsam Sinn. Und natürlich auch das, was REW mit dem automatischen EQ macht, können wir hier auch. Also da gibt es auch Algorithmen jetzt in der Software, die das speziell für euer K-HiFi machen und nicht irgendwie versucht aus dem Home-HiFi. Also eigentlich cooles Feature. Auch darüber werde ich in Zukunft noch viele Videos machen, beziehungsweise ich will halt wirklich so einen kleinen, okay, ich messe das jetzt in REW, ich messe das jetzt in der ATF-Software und wie sind jetzt die Differenzen, was kriegt welche Software besser hin? Werden wir uns mal anschauen. Wenn du jetzt die ganze Zeit denkst so, okay, aber was verdammt nochmal ist ein DSP? Dann habe ich hier die richtigen Videos für dich. Da geht es darum, okay, was ist ein DSP, was kann er für dich tun und wie stelle ich den richtig ein. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann, euer Thomas.